Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 22. Juli, Sonntagabend, habe ich mich eingefunden, um die nächste Lesung zu machen von dem tollen kleinen Pamphlet aus 1903, Die Jesuiten und das Deutsche Reich, von Arthur Böttling. Und das nagt irgendwie schon den ganzen Tag an mir, obwohl heute Nachmittag habe ich schon die Lesung gemacht, habe mit Brett und Michael das Buch Codewort Babylon, den ersten Teil, ausgelesen. Da müssen wir jetzt nur noch das Postskript machen. Dann ist das Buch auch eingetütet, sage ich mal. Und das ist wunderbar. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Der nächste Teil wird kommen. Aber genauso viel Spaß macht es mir, um die Jesuiten in Deutschland, meinen Brüdern und Schwestern in Deutschland, vorzulesen. Und deswegen heute der zweite Teil dieses Videos, dieser Lesung über die Jesuiten im Deutschen Reich oder die Jesuiten und das Deutsche Reich. Ja? Wir hatten letztes Mal aufgehört in dem Büchlein auf Seite 9. Ich gehe noch mal eben einen Absatz kurz zurück oder zwei, um uns da eben noch mal reinzubringen. Wir beschäftigen uns hier mit der Moral der Jesuiten. Ja? Und wir wissen ja, dass ich auch gesagt hatte, dass ich die Monita Secreta, die dafür auch sehr wichtig ist, auch einmal lesen werde. Aber jetzt fahren wir erstmal hier fort am Ende von Seite 9, wo der Autor sagt: Was aber ist eine solche Abhängigkeit anders als die raffinierteste Sklaverei? Ja, die Abhängigkeit über den Kadavergehorsam. Ja, wir sprechen über diesen Kadavergehorsam, der den Novizen im Jesuitenorden von Anfang an eingetrichtert wird und ohne den man kein Jesuit sein kann, wenn man sich nicht vollständig ergibt in diesen Kadavergehorsam des Jesuitenordens. Und was aber ist eine solche Abhängigkeit anders als die raffinierteste Sklaverei? Erstickt ein solcher Gehorsam als Inbegriff aller Tugenden nicht mit der Persönlichkeit zugleich das Ethos, den sittlichen Rückhalt? Ein Jesuit entsagt nicht nur, wie die anderen geistlichen Ordensleute, seinem Blute. Er entsagt nicht nur seiner Familie, seinem Volke und seinem Vaterlande. Er opfert sein eigenstes Selbst bis zur Ertötung eines jeden eigenen Gedankens. Wo aber bleibt bei dieser blinden Unterwerfung jeder menschlichen Satzungen und Gebote die Überzeugung, das Gewissen, die Stimme Gottes in der Menschenbrust, die Gottesfurcht? Wo aber bleibt die Wahrhaftigkeit? Wie das alles sich zu nichts verflüchtet, sich in sein Gegenteil umsetzt, die Tugend zum Laster, die Wahrheit zur Lüge wird, bezeugt die jesuitische Morallehre, ihre mit Recht so verrufene Kasuistik, ihr sogenannter Probabilismus auf jeder Seite. Wie haben die Getroffenen zu toben und Gift zu speien begonnen, als vor wenigen Jahren der ehrwürdige, bald 80-jährige Grassmann aus Entrüstung über die Morallehre des Liguori Bruchstücke dieser in deutscher Übertragung neben dem lateinischen Texte in Form einer leicht lesbaren Flugschrift veröffentlichte. Obgleich Grassmann selbst das Schriftchen nur den Eltern und Erziehern der Jugend zugänglich zu machen bestrebt war, sollte dasselbe polizeiwidrig schmutzig sein. Das war ihr Inhalt allerdings. Dieser aber war nur die Morallehre eines Heiliggesprochenen, ja, zum Doctor Ecclesia erhobenen in einem Buche, nach welchem die gesamte römisch-katholische Geistlichkeit rings auf dem Ehrenrunde neuerdings erzogen wird. Auf dem Erdenrunde, Entschuldigung. Nach welchem die gesamte römisch-katholische Geistlichkeit rings auf dem Erdenrunde neuerdings erzogen wird. Ja, der Liguori war ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, genauso wie Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert und noch einige andere. Das ist ein sehr hoher Ehrentitel, der solchen Lehrern in der römisch-katholischen Kirche gegeben wird. Ich sag mal so, je satanischer die Leute sind, desto eher werden sie ein Doktor der römisch-katholischen Kirche. Was aber ist Liguori, wenn nicht der Morallehrer von Jesuitengnaden? Zur Zeit, als der Orden nicht zum wenigsten wegen seiner Morallehre vom Papste selbst aufgehoben worden war, hat Liguori die jesuitischen Moralbücher ausgeschrieben und zu einem alles umfassenden System zusammengestellt.
Eben weil er von ihrem Geiste war, haben die Jünger Loyolas nicht geruht, bis sie ihn selig und heilig sprechen und zu einem, zwischen Anführungszeichen, Kirchenvater in aller Form hatten ausrufen lassen. Liguori ist demnach nur ihr Nachtreter. Wie denn auch der von ihm gestiftete Orden der Redemptoristen ihr nächster Anverwandter ist. Die Redemptoristen. Da müssen wir mal eben schauen, was das ist. Das war für mich auch ein neues Wort. Und deswegen habe ich das im Internet mal nachgeschaut. Ein Redemptorist kommt aus dem lateinischen Stamm des Wortes Redemptor. Das steht für Erlöser. Das kennen wir unter anderem auch von der päpstlichen Bulle, mit der die Jesuiten damals verboten wurden. Dominic ac Redemptor. Ja? Ein Redemptorist, als Ehrentitel von Jesu Christi natürlich hier gemeint, ist ein Angehöriger der römisch-katholischen Ordensgemeinschaft der Kongregation des Heiligsten Erlösers. Oder im Lateinischen Congregatio Sanctissimi Redemptoris, die am 9. November 1732 von Alfonso Maria di Liguori in Scala, Italien, gegründet wurde. 2011 waren etwa 5.300 Mitglieder in 78 Ländern weltweit tätig, davon etwa 250 in Deutschland. Nach ihrem Gründer werden sie auch Ligurianer genannt, also entweder Ligurianer oder Redemptoristen. Spätestens ab 1825 wurde auch das O und U vertauscht und Ligurianer geschrieben. Besonders in Wien und besonders ab der Märzrevolution 1848 sowie bis heute in damit zusammenhängenden Beiträgen und den Werken von Nestroy und Strauß. Und dann kann man hier noch weiterlesen über die Anfänge des Ordens, über die Geschichte, die Verbreitung nördlich der Alpen, deutsche Provinzen. Da ist natürlich immer mal ganz interessant, wenn man sich die verschiedenen Namen davon durchschaut, so wie zum Beispiel Johann Strauß, der hier mit bei erwähnt wird. Und man kann sich das ja mal anschauen. Aber für uns interessant ist hier eigentlich die Zeit, in der wir hier sprechen, weil wir sprechen ja auch in dem anderen Buch, wo ich dieses her habe, über Bismarck und das päpstliche Rom. Und so steht hier, während des Kulturkampfes, also das ist die Zeit in den 1870er Jahren, wurde der Orden nach einer Ausführungsbestimmung des Jesuitengesetzes 1873 verboten. Also wie in 1872 die Jesuiten, wurden die Redemptoristen 1873 verboten. So mussten die Redemptoristen Deutschland verlassen, die süddeutschen Ordensleute wichen nach Österreich aus, die norddeutschen nach Holland und nach, ja, wo ich wohne hier, natürlich, Belgien. 1894 konnten sie wieder ins Deutsche Reich zurückkehren. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden die meisten Häuser der Redemptoristen aufgehoben und ihre seelsorgliche Tätigkeit erschwert bis unmöglich gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte der Orden in Deutschland wiederum einen großen Aufschwung, auch bedingt dadurch, dass viele heimatvertriebene Redemptoristen aus den Ostgebieten sich den westdeutschen Provinzen anschlossen. Also da haben wir jetzt eine Ahnung, was die Redemptoristen sind, und wer das selber nachforschen möchte, ich habe ja hier einen Link in dem PDF, das ich ja in der Beschreibungsbox des Videos mit einlinke, das ich auf archive.org gegen die Zeit, dass ich das hochlade, veröffentlicht haben werde. Dann kann man sich den Link da raussuchen von Wikipedia und kann nachlesen, was die Redemptoristen sind. Okay? Also nochmal eben dieser Satz. Alfonso Liguori ist demnach nur ihr Nachtreter. Wie denn auch der von ihm gestiftete Orden der Redemptoristen ihr nächster Anverwandter ist. Da sein unförmliches Werk eine ganze Reihe großer Bände füllt, hat im eben verflossenen Jahrhundert der französische Jesuitenpater Gury diese zu einem handlichen Kompendium kondensiert, welches seither als das maßgebende Handbuch für die Morallehre nach jesuitischem Rezepte dient. Welcher Art die Regeln sind, welche der Seelsorger zumal im Hinblick auf den Beichtstuhl nach Liguori, beziehentlich Guiri, sich anzueignen hat, dafür nur wenige Beispiele. Wenn die Ethik oder Sittenlehre auf einem Grundsatz als obersten Leitstern reduziert werden soll, so kann dies nur der Grundsatz unbedingter Wahrheit oder richtiger Wahrhaftigkeit sein. Denken wir uns aus dem Umgang mit Menschen der Wahrheit fort und jedes gegenseitige Vertrauen ist dahin. Jede Gemeinschaft von Mensch zu Mensch ist dann aufgehoben, wenn wir die Wahrheit
uns fortdenken. Mit der Wahrheit steht und fällt das Menschtum als solches. Und wir müssen uns natürlich daran erinnern, dass wir mit der Wahrheit das wahre, bewahrte Wort Gottes meinen. Ja? Wenn wir das Wort Gottes nicht haben, dann fällt das Menschtum als solches. Ja, ist ja schon passiert, dass der Mensch gefallen ist. Deswegen sind wir alle in Sünde. Ja? Aber finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wie wichtig hier der Autor den Punkt macht, dass die Wahrheit in einer menschlichen Gemeinschaft absolut notwendig ist. Ohne die Wahrheit steht und fällt das ganze Menschtum. Für die jesuitische Sittenlehre aber ist ihr Begriff gar nicht vorhanden. Der Begriff der Wahrheit ist in der Sittenlehre der Jesuiten nicht vorhanden. Die Jesuiten biegen und beugen die Wahrheit so, wie sie es wollen. Dazu gebrauchen sie Kasuistik, Sophistik und mentale Reservation, also mentale oder geistige Vorbehalte, in denen sie unterrichtet werden durch ihre spirituellen Übungen, die nötig sind, um diesen Kadavergehorsam auszuüben. So hängt das alles ganz furchtbar zusammen bei den Jesuiten. Nun, die Erforschung der Wahrheit, fährt der Autor fort, bildet naturgemäß auch den Grund und Eckstein aller menschlichen Gerichtsbarkeit. Um den Einzelnen auf dieselbe zu verpflichten, wird ihm gegebenen Falles ein möglichst feierlicher Eid auferlegt. Liguori aber ist der Meinung, dass man dabei sogar Gott anrufen kann, ohne dass ein solcher Schwur, so man sich dazu nur das Nötigste denkt, binde. Ja? Ohne dass ein solcher Schwur dazu binde, so man sich dazu nur das Nötigste denkt. Mit anderen Worten, das ist die mentale Reservation, die ich gerade eben bereits erwähnt habe. Ja? Ein solcher, zwischen Anführungszeichen, geistiger Vorbehalt ist gegeben, wenn man zum Beispiel sich im Stillen sagt, ich habe Gott nicht direkt als Zeugen angerufen, sondern ihn nur in erzählender Form genannt. Wenn ich schwöre, etwas zu tun, was ich dennoch nicht zu tun beabsichtige, so kann ich beispielsweise mich aus der Schlinge ziehen, indem ich die Worte spreche, ich rufe Gott zum Zeugen an, ich will es nicht tun. Auf Lateinisch non volo, ja, volo, V-O-L-O. Volo heißt aber nicht nur ich will, sondern es heißt auch ich fliege. Und so habe ich, Kraft meines geistigen Vorbehaltes Gott gegenüber, nur geschworen, dass ich nicht fliege. Oder ich sage nein, auf Lateinisch dico non. Was indes auch heißen kann, ich spreche das Wort nein, ohne deswegen das Gefragte zu verneinen. Der Gedankengang des sauberen Morallehrers geht dabei dahin, dass nicht ich solcherweise betrüge, sondern der Betreffende, den ich durch so ein Wortspiel irreleite, ist selbst schuld, dass er es mir ermöglichte, indem er es an der erforderlichen Achtsamkeit fehlen lässt. Mein Fehl besteht höchstens darin, dass ich zulasse, dass er sich selbst betrügt. Einem derartigen Doppelsinn kann sogar die Bibel an die Hand gehen. Da im Alten Testament der Götzendienst unter dem Bilde des Ehebruchs bezeichnet ist, so kann eine Ehebrecherin sogar auf dem Totenbette beteuern, dass sie keinen Götzendienst begangen habe und so um das Bekenntnis des Ehebruchs herumzukommen, ohne an ihrer Seele Schaden zu leiden. Wir sprechen hier von geistigen Übungen. Ne? Ich nenne das inzwischen schon beinahe eine geistige Gymnastik. Wie muss man in seinem Gehirn die Wahrheit bereit sein zu verdrehen, um diese eben gerade vorgelesenen Aussagen tätigen zu können? Wenn man sagt, ich rufe Gott zum Zeugen an, ich will es nicht tun, non volo. Mit anderen Worten, ich sage einfach nur, ich fliege nicht. Also das ist
Unglaublich für einen normalen Menschen, um die Gedankengänge eines Jesuiten in diesen geistigen Übungen oder in dieser geistigen Gymnastik folgen zu können. Ich als bibelgläubiger Christ habe meine Schwierigkeiten damit. Aber es ist wichtig, dass wir das System erkennen, dass wir wissen, dass die Jesuiten so handeln. Denn nur wenn wir wissen, dass sie so handeln, dann können wir uns auch darauf einstellen. Zu diesem verbrecherischen Wahnwitz sind die Jünger Loyolas und ihr Liguori gelangt, indem für sie nicht die persönliche Überzeugung maßgebend ist, sondern irgendeine Autorität. Probabel, ja, von Probabilismus. Und infolgedessen zulässig ist jede Meinung, auch in den brennendsten Gewissensfragen, für die man eine Autorität anziehen kann. Eine höhere Autorität als den heiligen Alfonso, also Liguori, den Doktor Ecclesia, gibt es nicht. Wer also im Beichtstuhl sich auf die Meinung Liguoris oder Guiris berufen kann, ist, und wenn er noch so schwer gesündigt hat, zum Voraus absolviert. Hierzu kommt, dass die Jesuiten, welche von allem mittels des Beichtstuhls zur Herrschaft gelangt sind, um die Beichtenden an sich zu locken, nicht lax genug verfahren konnten. Alfonso Liguori selbst rühmt sich in seiner ganzen Praxis von über einem halben Jahrhundert im Neapolitanischen auch nicht einen ohne Absolution aus dem Beichtstuhl entlassen zu haben. Ist es zu verwundern, dass die jesuitischen Beichtväter namentlich von jenen gekrönten Häuptern bevorzugt worden sind, welche sich über das Sittengesetz am leichtfertigsten hinweggesetzt haben? Auf diesem kürzesten Wege sind die Jesuitenpatres schon früh zur Macht gelangt. Dass ein Orden, der sich so vorbehaltlos in den Dienst des römischen Papsttums gestellt hat, keine Nationalität kennt und sich über... Hier verschiebt jetzt die Seite. Mal eben sehen. Und sich über alle staatlichen Ordnungen und Gemeinwesen aller Ort überhaupt als für ihn nicht maßgebend oder gar bindend hinwegsetzt, als bestünden diese für ihn nicht, ist natürlich selbstverständlich. Ja? Nochmal diesen Satz. Furchtbar wichtig, denke ich, dass wir den nochmal eben ganz lesen. Ich musste da, ihr kennt den Seitenumbruch und dann war das wieder verdreht. Deswegen habe ich kurz den Faden verloren. Also nochmal, weil dieser Satz ist wirklich sehr wichtig. Dass ein Orden, also der Orden der Jesuiten, der sich so vorbehaltlos in den Dienst des römischen Papsttums gestellt hat, keine Nationalität kennt und sich über alle staatlichen Ordnungen und Gemeinwesen allerorts überhaupt als für ihn nicht maßgebend oder gar bindend hinwegsetzt, als bestünden diese für ihn nicht, ist selbstverständlich. Derselbe wird infolgedessen zum Beispiel den staatlichen Gerichtsstand als legitim einfach nicht anerkennen und schon aus diesem Grunde denselben nicht ernstlich Rede und Antwort stehen. Denn demonstriert abermals Liguori, einem nicht legitimen Richter ist man keine Rechenschaft schuldig. Ihre Ordensgemeinschaft ist eben für sie alles. Also mit anderen Worten haben wir ganz logischerweise hier eine Erklärung, warum sie selbst in einem Gerichtsverfahren diese geistigen Vorbehalte verwenden können, ohne irgendwelche Probleme damit innerhalb ihres Ordens zu bekommen. Ja? Ein Richter im staatlichen System, im zivilen Rechtssystem, ist für die Jesuiten überhaupt keine Autorität, die sie zu berücksichtigen haben. Und dann kann man denen natürlich auch, wie man so schön in Deutsch sagt, die Hucke volllügen. Ja? Ignatius selbst hatte zwar, wie der einst Franziskus und Dominikus, damit begonnen, seinen ganzen Besitz zu entsagen, wir sprechen hier also über den Gründer Franziskus des Franziskerordens, des Franziskanerordens und Dominikus, der Aufrichter des oder Gründer des Dominikanerordens. Und Ignatius selbst hatte zwar, wie einst Franziskus und Dominikus damit begonnen, seinen ganzen Besitz zu entsagen, seinen persönlichen Besitz, haha, pass auf, um fortab allein von Almosen zu leben, die es ihm allerdings ermöglicht haben, bis nach Jerusalem zu pilgern und schließlich an der Universität von Paris sein theologisches Studium zu absolvieren.
Okay, es ist vielleicht nicht sein Geld, aber er vermacht das Geld dem Orden. Und was macht der Orden damit? Er bezahlt damit, was er will. Auch eine geistliche Gymnastik, ne? Sobald er seinen Orden gestiftet hatte, hat auch er und er erst recht darauf Bedacht genommen, demselben, dem Orden, möglichst große Reichtümer zu sichern. Dass diejenigen, welche dem Orden beitraten, ihr Vermögen demselben zur Verfügung stellen mussten, versteht sich von selbst. Ignatius ist indes frühzeitig darauf ausgewiesen, noch ganz andere Goldquellen zu erschließen. Hierbei scheint ihm sein Faktotum, der bekehrte Jude Polanco, den er bis zu seinem Tode ständig bei sich behalten hatte, besonders hilfreich gewesen zu sein. Schreibt er doch unter dem 19. Mai 1545 an Leines, Zitat: Mir sagte unser Vater Ignatius, ich möchte euer Hochwürden schreiben, es sei nicht ohne der Herzogin von Florenz zu insinuieren, nach dem Beispiele der Königin von Portugal vor ihrer Entbindung ein Testament zu machen und darin die Gesellschaft Jesu mit ein paar Legaten jedes jährlich mit 500 Kronen zu bedenken. Dies Beispiel nachzuahmen wäre nicht so übel. Ende Zitat. Ist je eine praktischere Anleitung zur systematischen Erbschleicherei gegeben worden? Nicht lange, und der Jesuitenorden wird auch als Geldmacht seinesgleichen suchen. Ja, und wir wissen ja, dass heutzutage die Jesuiten durch die Malteserritter das ganze Geldsystem auf der ganzen Welt unter Kontrolle haben. In seinem Kampfes- und Bekehrungseifer ist Ignatius natürlich vor keinem Mittel zurückgeschreckt. Am allerwenigsten vor Bekämpfung und Ausrottung der Ketzer. Wenn die heutigen Jesuiten Glauben machen möchten, dass ihr Orden der Inquisition ferngeblieben sei und die Hexenprozesse sogar von vornherein bekämpft habe, so gehört diese Prahlerei zu den ungezählten Geschichtslügen, mit denen sie so unverfroren zu hantieren gewohnt sind. Ignatius hat zur strengsten Handhabung der römischen Inquisition in Rom selbst angespornt und sogar den König von Portugal zu einer in königlicher Form nach spanischem Muster direkt persönlich verholfen. Dieser hat dafür den damaligen Reposten des Papstes mit Pfründen so reichlich bedacht, dass Ignatius als Dank dafür in diesem seinen einflussreichsten Gönner hatte. Wenn Ignatius nicht auf Einführung der Inquisition auch in Deutschland besteht, so nur, wie er selbst schreibt, Zitat, weil sie über die Fassungskraft Deutschlands, wie es einmal bewandt sei, zu gehen scheine. Ende Zitat. Gegen die Hexenprozesse haben zwar spätere Jesuiten geschrieben, allein erst, nachdem ihnen diese, beispielsweise in Würzburg und Trier, die erwünschtesten Dienste zur Ausrottung der Ketzer geleistet hatten. Nachdem es dort keinen Ketzer mehr gab, waren die Hexenprozesse in den Augen der Jesuiten allerdings nur vom Übel. Floss doch das Vermögen der hingerichteten Hexen nicht, wie bei den Ketzerhinrichtungen, in die Kasse der Kirche, nein, sondern in die Kasse des betreffenden Landesherrn. Wenn die Jünger Loyolas heutzutage, namentlich in Deutschland, im Lande Luthers, wo sie trotz alledem des Protestantismus noch nicht Herr zu werden vermocht haben, es absolut nicht wahrhaben wollen, dass Ignatius den Orden begründet habe zur Bekämpfung des Luthertums, so ist auch das echt jesuitische Sophistik. Ja? Nochmal, diesen Satz müssen wir sehr gut verstehen, weil der Autor spricht hier von heutzutage 1903 und das lässt sich Wort für Wort übertragen in das Jahr 2018. Wenn die Jünger Loyolas heutzutage, namentlich in Deutschland, im Lande Luthers, wo sie trotz alledem des Protestantismus noch nicht Herr zu werden vermocht haben, es absolut nicht wahrhaben wollen, dass Ignatius den Orden begründet habe zur Bekämpfung des Luthertums, so ist auch das echt jesuitische Sophistik. Zu der Tat hat der hochmütige Spanier, dessen Ignoranz in kirchlichen Dingen zunächst eine absolute war, bei der Gründung seiner Genossenschaft nicht an die deutschen Protestanten gedacht. Er wollte, wie wir wissen,
ursprünglich nach Jerusalem, um jene Mohammedaner zu bekämpfen und zu bekehren, die er von seiner heimatlichen Halbinsel her als Ungläubige und Bekehrte aus eigener Anschauung genugsam kannte. Als er notgedrungen an das europäische Festland gefesselt blieb, hat er sein Augenmerk zunächst auf die romanisierten Länder, auf Spanien und Portugal und deren Kolonien in beiden Weltteilen, auf die beiden Indien gerichtet. Ja, wir wissen aus der Buchlesung von Griesinger hiervor, dass die Abgesandten der Jesuiten erst gingen in die asiatischen Missionen, das heißt nach Indien, später nach Japan und China, dass sie nach Afrika gingen und dass sie dann nach Südamerika gingen. Und vor allen Dingen erinnern wir uns an die Reduktionen von Paraguay. Richtig? Das muss man hier alles berücksichtigen. Die Kolonien von Spanien und Portugal, Südamerika. Ja? Seine Jünger und Sendboten haben dementsprechend in Asien bis nach China und Japan hinein und in Südamerika am frühesten und festesten Fuß gefasst. Da gab es freilich keine Lutheraner zu bekehren. Ha? Da gab es nur die einfältigen Guaranis in Paraguay zum Beispiel, die Indianer. Indes, fährt der Autor fort, Rom liegt in Europa und fühlte sich am unmittelbarsten und gefährlichsten durch das Luthertum, durch die deutschen Protestanten bedroht. Das ist heute immer noch so. Was halfen alle Bekehrungen und Eroberungen in den anderen Weltteilen, wenn die römische Papstkirche am Tiber selbst zusammenbrach? Unterlag sie auch nur in Deutschland, so war sie in ihrer Hauptdomäne getroffen. So war der Verlust durch keine noch so großen Erfolge jenseits der Weltmeere einzubringen. Und so fasste Ignatius, wie er selbst nach Köln und den Kurfürsten Erzbischof geschrieben hat, zu dem schönen Deutschland eine ganz besondere Liebe. Ich möchte von den Jesuiten nicht geliebt werden, weil das ist eine Liebe, die wahrscheinlich eine sehr dunkle Seite hat. Die gelehrigen Schüler des Liguori, die gehörigen Schüler des Liguori nutzten heute diesen Brief natürlich aus, um den deutschen Michel glauben zu machen, dass diejenigen, welche den Jesuiten gar in den in Deutschland zur Welt gekommenen, die Vaterlandsliebe oder nur besonderes Wohlwollen für uns Deutsche absprechen, dieselben schnöde verleumden. Ja? Nochmal, ein nicht ganz leichter, aber sehr wichtiger Satz. Die gelehrigen Schüler des Alfonso Liguori nutzten, also die Moralverdreher, nutzten heute diesen Brief natürlich aus, den Brief, in dem Ignatius sagt, eine ganz besondere Liebe für Deutschland zu haben, die nutzen diesen Brief heute natürlich aus, Anfang des 20. Jahrhunderts, um den deutschen Michel glauben zu machen, dass diejenigen, welche den Jesuiten gar den in Deutschland zur Welt gekommenen, die Vaterlandsliebe oder nur besonderes Wohlwollen für uns Deutsche absprechen, dieselben schnöde verleumden. Schade nur, dass der Spanier Ignatius auf seine alten Tage zwar notdürftig Lateinisch, Französisch und Italienisch gelernt, allein sicherlich kein Wort Deutsch verstanden und Deutschland auch nie mit einem Fuße betreten hat. Erschien ihm dasselbe besonders liebenswert, ist der angezogene Satz mehr als eine einschmeichlerische Phrase, so offenbar nur wie einem berufseifrigen Inquisitor, welcher sich auf die viele Arbeit freut, die ihm infolge der argen Ketzerei dort gesichert ist. Tja, deswegen liebt er Deutschland, weil es da viel für ihn zu bekehren gibt, viele Ketzer zu ermorden. Wirklich versendet Ignatius sofort nach Begründung des Ordens einen seiner ersten und brauchbarsten Jünger, den aus Savoyen stammenden Faber, welcher freilich damit beginnen musste, Deutsch zu lernen. Ihm gesellten sich alsbald der Spanier Bobadilla und der Genfer Jan herbei. Faber selbst musste bald nach Portugal, allein nicht bevor es ihm geglückt war, in Canisius einen Niederdeutschen zu gewinnen, der als erster Deutscher dem Orden beitrat.
Nichts kennzeichnender für die spanischen Priester, wie die Jünger Loyolas bezeichnenderweise in deutschen Landen hießen, als dass Canisius aller Hingebung und Erfolge ungeachtet schließlich kaltgestellt worden ist, weil er, der in Rom so verwelscht war, dass er sich im bäuerischen Deutschland nicht mehr wohlfühlte, zu sehr an seinem Heimatlande, an seinem Deutschtum hing. Bei dem hat also die Indoktrination des Kadavergehorsams seine Grenzen gehabt. In einem Moment, der so weit reicht, dass er sich noch lieber für sein Vaterland eingesetzt hat, als bedingungslos für seinen Orden. Das erste erfolgreiche Eindringen der Jesuiten in Deutschland fällt in die Zeit, da Kaiser Karl V. an der Spitze seiner spanischen Soldateska bei Mühlberg über die protestantischen Fürsten siegte. Alba und Granvella selbst bahnten ihnen die Wege. Vor allem gelang es ihnen, sich bei den Mittelsbachern an der Isar und den Habsburgern an der Donau, deren dynastische Überlieferungen und Hoffnungen auf ihr Verhältnis zum päpstlichen Rom gestellt waren, so warm zu setzen, dass sie in deren Ländern bald freie Hand erlangten. Also wir sprechen hier über Bayern und Österreich, habe ich immer gesagt, die meist erzkatholischsten Länder in Deutschland, wenn wir Österreich hier noch zu Deutschland zählen zu der Zeit. Die Mittel und Wege, die sie anwendeten, die Rebellen der römischen Kirche zu unterwerfen, also die Lutheraner, und so ihre eigene Herrschaft aufzurichten, sind aus dem Briefwechsel mit Ignatius selber deutlich genug erkennbar. Dem weltlichen Klerus und den anderen Orden standen sie so fremd gegenüber, dass sie Fürsten wie Maximilian von Bayern und Ferdinand von Österreich es nahelegten, sie durch Einziehung von Klöstern auszustatten. Sie konnten reiche Geldmittel umso weniger entbehren, als sie sich mittels der Schulen der Jugend zu bemächtigen trachteten und zu diesem Zwecke den Unterricht umsonst erteilten. Das Erste blieb immer, sich den Landesherrn und seinen Hofstaat zu sichern. Mit der Defensive sei es, wie sie es nicht müde wurden zu demonstrieren, nicht getan. Die noch zu Rom Haltenden müssten entschlossen in die Offensive gehen. Keine Defensive, keine Verteidigung, nein, purer Angriff. Lutherische Räte und der Ketzerei auch nur verdächtigte Beamte sollten, wie Ignatius selbst in einem Schreiben an Ferdinand rät, sofort entfernt und außer Landes gewiesen werden. Das galt namentlich auch von den Schullehrern und zumal von den Professoren an den Universitäten. Es werde, sagt der sonst so vorsichtige Ignatius sogar, es werde sehr nützlich sein, wenn an einigen ketzerischen Beamten ein Exempel statuiert würde. Würden erst einige mit dem Tode oder mit Gütereinziehung und Exil bestraft, so würde man den Ernst schon spüren. Vor allem musste mit den Schriften der Ketzer gründlich aufgeräumt werden. Gründlich. Dieselben sollten, wie Gottheim gewiss mit Recht vermutet, mittels Haussuchung plötzlich beschlagnahmt werden. Und wenn es sich um eine Grammatik handelte, ein Ketzer durfte bei der Jugend keinerlei Autorität genießen, sein Name überhaupt nicht genannt werden, es galt, ihn totzuschweigen. Die Gewalt blieb indes immer die Ultima Ratio. Je radikaler und brutaler letzten Endes Ignatius aufzuräumen entschlossen war, desto eifriger blieb er jedoch darauf bedacht, die zu Vernichtenden nicht unnütz zu reizen und zu erschrecken. Das ist das Erste, schreibt er selbst an Leines, wenn man den Ketzern nutzen will, dass man sich von der größten Liebenswürdigkeit gegen sie zeige und sie auch wirklich liebe und so alle Gedanken aus ihrem Geiste verdränge, die unser Ansehen bei ihnen verringern könnten. Nun, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil mit anderen Worten hier wird auf die Schmeichelei eingegangen, ja? Das Flattery, wie man das im Englischen nennt, Schmeicheln eben im Deutschen. Ja? Ich muss mich ja als Freund verkleiden, wenn ich ein Feind bin, um das Vertrauen meines Feindes zu gewinnen.
Das ist die Politik der Jesuiten immer gewesen und das ist sie hier eben auch. Wölfe in Schafspelzen. Ja? Wenn man den Ketzern nutzen will, die Frage ist, was er natürlich hier unter Nutzen versteht, dass man sich von der größten Liebenswürdigkeit gegen sie zeige und sie auch wirklich liebe und so alle Gedanken aus ihrem Geiste verdränge, die unser Ansehen bei ihnen verringern könnten. Mit anderen Worten, ich muss mich einschleichen, ich muss ihr Vertrauen auf eine derartige Weise verkriegen, dass sie niemals vermuten würden, dass von meiner Seite ihnen irgendetwas Schlechtes jemals geschehen könnte. Ja? Genau das ist der Punkt, den Ignatius Loyola hier macht. Deshalb sind im Gespräche anfangs nur solche Punkte zu berühren, in denen beiderseits Übereinstimmung herrscht. So, das ist doch das Paradebeispiel für den Ökumenismus von heutzutage. Das ist die Basis des Ökumenismus. Das sehen wir hier bereits im 16. Jahrhundert, wo die Jesuiten probieren, in Deutschland Fuß zu fassen und die Ketzer auszurotten mit ihren ersten drei jesuitischen Abgesandten, die wir hier gerade eben gelesen hatten. Ja, unter anderem den Canisius, dem ersten deutschen Jesuiten. Ja? Deshalb sind im Gespräche anfangs nur solche Punkte zu berühren, in denen beiderseits Übereinstimmung herrscht. Das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche heute auch noch. Erinnert ihr euch daran? Wenn der Papst sagt, lasst uns darüber sprechen, was wir gemeinsam haben, was uns vereint, lasst uns nicht darüber sprechen, was uns entzweit oder was uns dividiert. Ja? Das wäre ja politisch unkorrekt oder inkorrekt. Wir müssen nur darüber sprechen, was uns vereint. Nur die Punkte berühren, in denen beiderseits Übereinstimmung herrscht. Auf dem Katheder und der Kanzel soll die milde Tonart walten. Die Ketzer sollten kein Scheltwort zu hören bekommen. Keinerlei Erbitterung gegen ihre Irrtümer darf laut werden. Überhaupt sollten alle Dogmenstreitigkeiten möglichst vermieden werden. Wenn die Abgefallenen nur dahin zu bringen seien, dass sie die Gebräuche der römischen Kirche wieder annehmen, die Sakramente, sei es zunächst auch nur äußerlich, sei die Reformation überwunden. Luther selbst, meinte Faber naiv, werde, wenn man ihn nur hierzu überreden könnte, aufhören, Ketzer zu sein. Tja, wenn man Martin Luther überreden könnte, um noch die Sakramente der römisch-katholischen Kirche wieder anzunehmen. Ich will nicht sagen, dass Luther in der Gefahr war, dazu verleitet zu werden. Für bestimmte römisch-katholische Sakramente würde er da sicher bereit zu sein, weil die hat er ja selbst noch während ganz seines Lebens gelehrt. Ja? Die Sakramente, wobei ich das Wort absolut selber nicht gebrauche, nur wenn es hier drin steht. Sakramente sind Kirchen- und Menschentraditionen, ja? Riten, darauf baut das auf. Das hat nichts mit der Bibel zu tun, okay? Und Faber meint hier, auch wenn das ein bisschen naiv ist, wenn man Luther hierzu überreden könnte, nämlich die Gebräuche, die Traditionen der römischen Kirche wieder anzunehmen, dann würde er sogar aufhören, ein Ketzer zu sein. Ich glaube, dass sie bei Luther nicht allzu viel Erfolg gehabt hätten. Da gehe ich mal von aus. Ja? Soweit wie ich inzwischen Luther kenne. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wohl so, dass Luther seine Fehler hatte. Das wissen wir ja. Ne? Greifbarer als durch diese Auffassung der lutherischen Neuerung kann der absolute Gegensatz zwischen Luther und Loyola nicht in die Augen springen. Während der deutsche Reformator nichts so nachdrücklich betont hat, als die Nutzlosigkeit und das Seelenverderbnis guter Werte im Sinne der römischen Priesterkirche ohne den Glauben, also ohne entsprechende Besinnung, ist bei dem Spanier und seinen Jüngern alles umgekehrt und auf blinde Unterwürfigkeit und Werkheiligkeit gestellt. Ja? Also ein ganz anderer Grundsatz des Glaubens zwischen Luther und den Katholiken und sicher den Jesuiten in diesem Fall.
entspricht die Ausscheidung des Geistigen doch nur der ganzen Richtung des Loyolas von Grund aus. Religiöse Erkenntnis liegt ihm womöglich noch ferner als wissenschaftliche. Will er doch nichts sein als ein blind gehorsamer Soldat des römischen Papsttums. Eben jene sittliche, auf sich selbst gestellte Persönlichkeit, welche Loyola mittels seiner Exerzitien und seines Kadavergehorsams bis in die Wurzel hinein ertöten will, will Luther wecken und aufrichten. Seine Überzeugung, die Gottesstimme in seinem Inneren, ist ihm alles. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Es sei denn, dass man ihn aus der Heiligen Schrift heraus, auf die er seine Theologie gründete, oder durch Vernunftgründe eines Besseren belehre. Ein ganz wichtiger Satz, ne? Es sei denn, dass man ihn aus der Heiligen Schrift heraus, auf die er seine Theologie gründete, oder durch Vernunftgründe eines Besseren belehre. Wir müssen uns das immer wieder in Gedanken hervorrufen. Man kann uns nur überzeugen, dass wir falsch sind, wenn man uns das anhand der Bibel, des wahren und bewahrten Wortes Gottes, beweisen kann. Wenn man mir nicht anhand der Bibel, Gottes Wortes beweisen kann, dass ich irre, dann irre ich nicht. Dann irre ich vielleicht gegen Menschen und die menschliche Tradition, aber ich irre nicht gegen Gott. Und ich kann tausendmal gegen Menschen irren, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich möchte nicht ein einziges Mal gegen Gott irren, weil das wäre eine starke Verletzung meines Gewissens, das wäre eine starke Verletzung der Vernunft, ohne die heraus man keinen Glauben haben kann. Ja? Es sei denn, dass man Luther aus der Heiligen Schrift heraus, auf die er seine Theologie gründete, auf die er sein Glauben gründete, lasst uns das mal lieber so sagen, ja, nicht seine Theologie, sondern aus der Heiligen Schrift, da gründet er seinen Glauben daraus, da gründet er sein ganzes Vertrauen heraus. Oder durch Vernunftgründe eines Besseren belehre, sonst würde er niemals zurückziehen. Und da bin ich ganz genauso, da bin ich mit ihm auf einer Linie. Mit dieser Berufung auf sein Gewissen hat Luther, der Einzelne, die päpstliche Welt tatsächlich aus den Angeln gehoben. Während ihm nichts über die Wahrhaftigkeit geht, ist der Begriff dieser, wie wir sehen, für Loyola und seine Jünger gar nicht vorhanden. Einen größeren Gegensatz als zwischen den Exerzitien und dem Ordensstatut des Ignatius und Luthers Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen oder die babylonische Gefangenschaft ist nicht denkbar. Boom, das ist ein ganz starker Satz. Lesen wir den nochmal. Einen größeren Gegensatz als zwischen den Exerzitien und dem Ordensstatut des Ignatius und Luthers Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen oder die babylonische Gefangenschaft ist nicht denkbar. Über die babylonische Gefangenschaft. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Papier, was Martin Luther bereits zwischen 1517 und 1520 geschrieben hat, rund 1520 veröffentlicht hat. Das Problem ist, dass ich das als PDF im Internet gefunden habe, aber nur in einer Version, die deutlich kleiner ist als die englische. Und ich weiß das, weil Tom Fress von der babylonischen Gefangenschaft auf Inquisition Update letztes Jahr gelesen hat. Und ich hätte es auch gerne gelesen, aber in Deutsch. Aber ich finde die Schrift nicht in der Vollständigkeit, so wie er sie in Englisch hat. Und bevor ich etwas nicht vollständig lesen kann, lese ich es erstmal lieber gar nicht. Aber einen Auszug aus der babylonischen Gefangenschaft habe ich gelesen. Und das ist an den christlichen Adel der deutschen Nation für des christlichen Standes Besserung. Eine Schrift von Martin Luther von 1520, die rausgenommen ist aus dem größeren Gesamtwerk die babylonische Gefangenschaft. Das sollte man mal lesen. Und Martin Luthers Schrift über die Freiheit eines Christenmenschen ist auch unglaublich wichtig, vor allen Dingen, weil in diesem Schreiben auch deutlich erklärt wird, dass wir keinen freien Willen haben. Ja? Der freie Wille ist eine babylonische Lehre und keine
biblische Lehre. Ja? Also, fahren wir fort, weil wir kommen zu einem ziemlich interessanten Punkt hier im nächsten Absatz. So in allen Stücken. Während Ignatius, der Spanier, in den Dienst Roms aufgeht und seine Jüngerschar aus aller Herren Länder zusammenläuft, ruft Luther seine Deutschen gegen die römische Gewaltherrschaft und Seelenknechtschaft auf. Der Papst ist ihm nicht nur der Antichrist, sondern zugleich der unleidlichste aller Tyrannen und Fremdherrscher, dessen entsittlichendes Joch es abzuschütteln gilt. Dieses nationale Moment ist bei Luther geradezu ausschlaggebend. Es ist nicht nur unser religiöser, sondern unser geistiger, oder er ist nicht nur unser religiöser, sondern unser geistiger, unser vaterländischer Reformator kurz weg. Also besser kann man das ja, glaube ich, nicht formulieren. Interessant ist natürlich hierbei, dass der Autor überhaupt nicht die Bibel berücksichtigt. Die spricht von einem Königreich Gottes im Himmel und dass man überhaupt nicht patriotisch zu seinem Vaterland hier auf der Erde sein sollte, weil hier auf der Erde ist doch alles in Sünde und Untergang geweiht. Ja? Also darüber kann man natürlich diskutieren. Und ich bin ja auch, ich bin geborener Deutscher und ich bin nicht gegen Deutschland. Versteht mich nicht verkehrt. Irgendwo habe ich auch immer noch einen Vaterlandsbezug, sonst hätte ich auch nicht in meiner Muttersprache diese ganzen Videos angefangen zu machen. Inzwischen ja weit über 150 oder noch mehr, weiß ich gar nicht, ich habe es ja gar nicht gezählt. Würde ich ja gar nicht machen, wenn ich nicht irgendwie einen Bezug noch zu Deutschland hätte, wenn mir das irgendetwas sagen würde. Aber wichtig ist, dass wir hier aus dem Stück, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, dieses nationale Moment ist bei Luther geradezu ausschlaggebend. Das ist genau der Unterschied, den Luther hat als Bibelreformator, als Kirchenreformator gegenüber Ignatius von Loyola, der eben überhaupt keine nationale Bindung hat, sondern sich nur an seinen Orden bindet. So, und ich vertrete hier eine dritte Gruppe, und ich binde mich nur an Jesus Christus und ich folge meinem Herrn, wo immer er hingeht. Da ist meine Heimat. Da ist mein Königreich, in dem ich verbleibe. Da, wo mein Herr ist. Da, wo mein Schäfer ist. Ja? Da, wo mein Herr und Meister ist. Ihm folge ich. Also, wir haben es hier mit drei verschiedenen Systemen zu tun. Welches ist das Richtige? Nun, die Jesuiten verneinen jedes Nationalgefühl, sind keinem einzigen Lande verpflichtet, obwohl sie in diesen Ländern so gesagt den Ländern dienen, aber dafür gebrauchen sie ihre geistigen Vorbehalte, wie wir wissen. Also, Nationalmoment bei Jesuiten, absolut undenkbar. Sie verpflichten sich nur gegenüber ihrem Orden, und zwar ihrem Vorgesetzten und damit dem General der Jesuiten. Luther hat es umgekehrt und bringt den nationalen Moment sehr deutlich heraus und scharrt die Deutschen um sich, um dafür zu sorgen, dass der Papst als dieser ausländische Tyrann geschlagen wird und exponiert wird oder bloßgestellt wird als Antichrist. Dafür kämpft Luther und ich kämpfe für das Letztere auch und daneben für das Königreich Christi, von dem Christus selbst sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von hier, meine Leute würden für mich kämpfen, aber mein Königreich ist nicht von hier. My kingdom is not from hence, heißt es im Englischen. Ich denke, hier ist ungefähr die korrekte deutsche Übersetzung. Ja? Ich folge meinem Hirten. Und das ist Jesus Christus. Ich folge keinem Land hier auf dieser Erde und ich folge sicher keinem Jesuiten oder anderen römisch-katholischen oder sonstigen Orden. Ja? Wir haben es also hier, der Autor spricht von zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die Möglichkeit, wie er hier sagt, dass die Jesuiten sich verpflichten gegenüber ihrem Ordensobersten und kein nationales Moment kennen, und Luther eben dieses nationale Moment für ihn absolut ausschlaggebend ist und ich wiederum eine
dritte Möglichkeit hiermit einfüge, und das ist die auf Basis der Bibel und dem Hirten der Bibel zu folgen, Jesus Christus. Aber der Autor fährt fort und sagt, er ist nicht nur unser religiöser, sondern unser geistiger, unser vaterländischer Reformator kurz weg. Mit anderen Worten, wenn es den Jesuiten gelingt, den Namen von Martin Luther und die Arbeit von Martin Luther in den Schmutz zu ziehen und für uns in unseren Köpfen als ketzerisch darzustellen, schlechte Werke darzustellen, dann stirbt unser religiöser, geistiger und vaterländischer Gedanke in uns. Und das ist genau, was die Jesuiten wollen. Und dem kann ich natürlich niemals zustimmen. Dann natürlich lieber einen vaterländischen Gedanken haben und dafür eben sorgen, dass wir dem vaterländischen Reformator Martin Luther eben folgen, der dafür gesorgt hat, dass wir wirklich uns als Deutsche identifizieren können. Ich meine, die Bibel, die er damals ins Deutsche übersetzt hat, das Deutsch hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass es eine einheitliche deutsche Sprache gab, ne? Es gab vorher keine einheitliche deutsche Sprache. Das ist erst durch die Arbeit von Martin Luther im Grunde gekommen. Also, ich kann dem Autor hier nur zustimmen mit der Einschränkung, dass ich für mich persönlich sage, für mich persönlich, ich folge meinem Hirten Jesus Christus. Aber bei Martin Luther war es durchaus ausschlaggebend, dass er unser religiöser, unser geistiger und unser vaterländischer Reformator war und dass ihm deswegen die Leute natürlich gefolgt waren. In ihm, in Martin Luther, wurzeln zugleich unsere Dichter und Denker, unsere Klassiker und unsere Männer der Tat sämtlich. Tja, und jetzt kommt ein Satz, der jetzt folgt, das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Denn was ihr jetzt gleich hören werdet, dieser Satz erklärt, warum Deutschland zustößt, was ihm seit der Reformation, also seit 500 Jahren aus Rom, angetan wurde und angetan wird. Warum passieren die Dinge mit Deutschland seit 500 Jahren? Der Autor sagt, wer ihn abtut, ja, Martin Luther, sein Werk ungeschehen machen will, kann dieses nur, indem er unsere ganze Geisteskultur und unser nationales Staatswesen an der Wurzel trifft. Und genau das ist der Punkt. Das wird versucht mit der Indoktrination seit so vielen Jahren. Nimm den Nationalstolz von den Deutschen, nimm den Deutschen ihre Kultur, nimm das Werk von Martin Luther, nimm das Werk der prächtigen Dichter und Denker, der Klassiker, der Musik, der Kultur, die wir haben, mach dieses ganze Werk ungeschehen und dann hast du die Geisteskultur, das ganze nationale Erbe, das, was Deutschland ausmacht, das Klo runtergespült. Und genau das ist die Aufgabe der Jesuiten. Ja? Und man fängt damit an, Martin Luther abzubrechen. Und jetzt erinnert euch mal, letztes Jahr hatten wir ja 500 Jahre Reformation. Da sind ja viele Feiern gewesen. Und trotzdem wurde Martin Luther als Säufer und was weiß ich nicht alles dargestellt. Und in der Wartburg, da war ja diese Elisabeth so viel wichtiger als Martin Luther. Martin Luther wird überall verdrängt. Straßen, die nach ihm benannt wurden, werden umbenannt. Plätze, die nach ihm benannt wurden, werden umbenannt. Martin Luther war ein, hört man ja oftmals damit bei, er war ein Antisemit. Ja, natürlich, nehmt diese Schrift, die er anscheinend geschrieben haben soll, von den Juden und ihren Lügen, ja, von den Juden und ihren Lügen damals, wo ich ja schon drauf eingegangen bin in einem anderen Schreiben, macht den Luther kaputt und wenn wir ihn abtun, wenn wir Luther abtun oder wenn die Jesuiten das schaffen, wenn
die Jesuiten erschaffen, Luther abzutun, wenn sie sein Werk ungeschehen machen, das heißt, wenn sie die Bibel wegnehmen von uns, die er uns gegeben hat in unserer Sprache, dann kann man das nur, indem man unsere ganze Geisteskultur und unser nationales Staatswesen an der Wurzel trifft. Man holt das mit der Wurzel raus. Man reißt uns mit anderen Worten das Herz bei lebendigem Leibe aus dem Leib. Ja? Wenn man Luther und sein Werk ungeschehen machen will. Oder nein, wenn man Luther abtut und wenn man sein Werk ungeschehen macht, was man dadurch macht, dass man seinen Namen durch den Dreck zieht, dass man seine Werke durch den Dreck zieht, dass man seine Werke verfälscht, und dass man das natürlich ebenso mit der Bibel macht, weil darauf basiert ja Luther seine Theologie, die wir vorher gerade gelesen haben. Die beiden Dinge arbeiten zusammen. Aber jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich diesen einen Satz so unglaublich wichtig finde. Also, wir fangen nochmal den Satz davor an. Oder nochmal oben am Anfang des Absatzes hier. Während Ignatius, der Spanier, in den Dienst Roms aufgeht und seine Jüngerschar aus aller Herren Länder zusammenläuft, ruft Luther seine Deutschen gegen die römische Gewaltherrschaft und Seelenknechtschaft auf. Der Papst ist Luther nicht nur der Antichrist, sondern zugleich der unleidlichste aller Tyrannen und Fremdherrscher, dessen entsittlichendes Joch es abzuschütteln gilt. Dieses nationale Moment ist bei Luther geradezu ausschlaggebend. Er ist nicht nur unser religiöser, sondern unser geistiger, unser vaterländischer Reformator kurzweg. In ihm wurzeln zugleich unsere Dichter und Denker, unsere Klassiker und unsere Männer der Tat sämtlich. Wer ihn, Luther, abtun, wer sein Werk ungeschehen machen will, kann dieses nur, indem er unsere ganze Geisteskultur und unser nationales Staatswesen an der Wurzel trifft. Eben hierauf haben es Loyola und seine Jünger abgesehen. Sie haben solcherweise, wie Gauthein, der sonst in seinem Urteil Zurückhaltende, in seinem fundamentalen Werk über Ignatius treffend bemerkt, Zitat, es mit der Zeit fertiggebracht, die Hälfte des deutschen Volkes von der nationalen Kultur auf Jahrhunderte auszuschließen. Ende Zitat. Und jetzt müssen wir uns doch nur mal die verschiedenen Sprüche der Politiker in unserer Welt heute erinnern, vor allen Dingen der Grünen, die solche Dinge sagen, wie zum Beispiel, Deutsche sind nur Nicht-Migranten und Deutsche müssen vernichtet werden, und diese Femenfrauen, die mit nackten Brüsten da in Dresden stehen und sagen, Bombe Harris, do it again, ja, Bombe Harris, komm nochmal, vernichte nochmal 500.000 Menschen innerhalb von einer Woche hier in Dresden, wie du es damals gemacht hast. Der Nationalstolz der Deutschen muss gebrochen werden, weil damit die Arbeit von Martin Luther kaputt gemacht wird und weil damit unser Staatswesen und unsere ganze Geisteskultur an der Wurzel getroffen wird. Die Jesuiten sind 500 Jahre bereits damit beschäftigt, das zu machen, was das Römische Reich damals gemacht hat, in den Jahren zwischen 476, wo es offiziell kaputt gegangen ist, und 538, wo viele Leute meinen, dass die 1260 Jahrtage angefangen haben. Nämlich damals wurden drei Nationen mit der Wurzel ausgepflückt. Ja? Die Ostrogoten, die Vandalen und auf das dritte komme ich jetzt im Augenblick nicht. Aber das könnt ihr ja gerne nachlesen, habe ich ja früher schon mal drüber gesprochen. Und das ist ja auch so im Buch von Daniel prophezeit. Damals wurden drei Nationen mit den Wurzeln ausgepflückt, um dann das päpstliche Rom aufrichten zu können. Das heidnische Rom war vergangen, das päpstliche Rom musste aufgerichtet werden, aber um das päpstliche Rom aufzurichten, musste man diese drei Nationen, die Visigoten waren es noch, glaube ich, musste man diese drei Nationen, die Vandalen und die anderen zwei, mit der Wurzel ausrotten. Erst dann konnte das Papsttum
entstehen. Genauso wie es Daniel vorhergesagt hat. So, und genau dasselbe haben wir heute mit der sogenannten neuen Weltordnung. Solange wir diese deutsche Geisteskultur und das nationale Staatswesen noch haben, solange kann diese neue Weltordnung nicht errichtet werden. Deutschland muss kaputt gemacht werden. Aus diesem Grund, aus dem Grunde, weil Deutschland der Motor der Reformation war und der Motor der Reformation auch heute noch im Geiste ist. Und das ist, was die Jesuiten geschworen haben zu vernichten. Und wir werden nächstes Mal auf der Seite 16 unten in dem Buch Die Jesuiten und das Deutsche Reich hiermit fortfahren. Für heute danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.